Aschenbuddel. Oh Gott, die Namen schon wieder. Hallo, meine Freunde der Kürbisse und willkommen zurück in Schreckheim bei Lego 2K Drive. Ich bin der Drabo, ihr gebt mir wieder einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und sagt dann Hallo, weil wir gerade auf dem Friedhof unterwegs sind. Fast hätte ich es gekriegt, viel hat nicht gefehlt. Wir haben hier aber noch einen wunderschönen McLaren und mit dem werden wir jetzt auch gleich in die nächsten Missionen starten, genauer gesagt in das nächste Rennen, in die schaurige Schlinge werden wir nämlich gehen. Wir haben noch zwei Rennen waren es, glaube ich, die wir noch machen mussten. Genau, wir hatten noch zwei große Rennen, die wir machen mussten. Eins ist hier oben, eins ist da unten. Und wenn wir diese beiden Rennen abgeschlossen haben, dann haben wir noch eine Mission, die wir machen wollen. Vorausgesetzt, wir haben bis dahin das Jetpack in diesem Gebiet gefunden. Und wenn wir das getan haben, dann, also nicht mehr, wenn wir die Mission gemacht haben, das ist jetzt nicht so wichtig, aber wenn wir das Jetpack gefunden haben, ist eigentlich auch nicht so wichtig. Aber wenn wir die beiden Rennen gemacht haben, das ist wichtig, dann können wir nämlich zum großen nächsten Cup aufbrechen. Also schon wieder, Roboter. Ja, die Roboter sind zurück und dieses Mal ist es Durchschnittlichkeit. Ich kann das Wort nicht entziffern. Durchschnittlichkeit. Ganz schön verschmiert. Und das soll ein Roboter geschrieben haben? Es ist auf einer Autotür geschrieben. Vielleicht benutzen Roboter das als Papier. Das könnte das Werk von halbwüchsigen Robotern sein. Rebellen ohne Manieren. Nur RAM ohne Verstand. Das bin ich froh, dass du besser erzogen bist, Stud. Allerdings, manchmal reicht ein falsch platzierter Doppelpunkt und schon verunstaltet ein halbwüchsiger Roboter die Werkstatt des Nachbarn. Okay. Also irgendwas mit den Robotern mal wieder. Sie sind mal wieder durchgedreht und wir müssen anscheinend mal wieder eine Aufgabe deswegen mit ihnen machen. So wie wir das kennen. So, Canon ist nicht nur eine Kameramarke. Ich glaube, wir haben ja auch noch eine Mission gefunden. Okay. Hier können wir eine Mission, die wir vorher noch nicht hatten. Ah, es ist wieder so eine Drift-Mission, die ich mal ganz eklig finde, weil man extrem schnell viel driften muss. Gleichzeitig aber auch relativ schnell das Rennen in der relativ kurzen Zeit schaffen muss. Von daher, kein großer Fan von diesen Missionen hier. Noch haben wir 9 Sekunden, um es zu schaffen. Die Frage ist, wo ist das Ziel? Das 800... Das Minimalziel haben wir erreicht. Ach stimmt, das war noch nicht das Ziel. Nein. Ich bin durchgefahren, weil ich dachte, das wäre das Ziel. So, probieren wir es nochmal. 800 müssen wir schaffen dieses Mal. Meilen sehe ich gerade. Und das sind keine Meter. So, so schaffen wir die nicht, wenn wir uns so anstellen. Dann lieber noch ein paar schöne Drifts hier machen. Immer rechtzeitig vor der Kurve anfangen zu driften. Ich fange manchmal zu spät an zu driften vor der Kurve, weil es zieht einen, wenn man driftet, dann doch meistens etwas weiter aus der Kurve raus. So, jetzt haben wir auch die Silbermedaille. Sehr schön. Okay. Genügend gedriftet. Aber wir sind sogar so ein bisschen in die richtige Richtung für unsere Mission gekommen. Tippe mal, dass wir bei der Mission dann auch gleich noch, wenn wir schon dabei sind, das Jetpack freischalten werden, was uns ja eh noch fehlt. Oh, noch haben wir eine neue Mission gerade eben gefunden. Wo war da gerade noch eine Mission? Da, oder waren sogar zwei neue Missionen hier? Ja, Wahnsinn. So viel zu tun hier. Was, ich bin doch mal unten rumgefahren. Wieso sind die oben freigeschaltet worden? Egal. Wir nehmen sie mit. Also, wir gucken erstmal, was die eine normale... Oh, shit. Was die eine normale Mission gewesen wäre. Oh, das ist noch eine Polizeimission, glaube ich. Schmuggler Sally hat mir meine Klamotten geklaut. Es ist so kalt und ich schäme mich. Ich würde die ja verfolgen, aber sieht mich an. Kannst du mir deine Klamotten zurückbringen? Ah, die Polizei ist hier auch als Skelett unterwegs. Okay. Na dann würde ich sagen, jetzt haben wir doch das Polizeiboot haben wir schon. Das Offroad-Fahrzeug haben wir schon und den normalen Rennfahrzeug haben wir auch schon. Jetzt haben wir doch eigentlich... Eigentlich haben wir alle Fahrzeuge schon von der Polizei. Keine Ahnung, was wir dieses Mal bekommen. Hinterher, ich suche mir ein paar Feigenblätter, um mich zu bedecken. Alles klar. Captain, weniger mehr. Ja, weniger ist mehr, weil er weniger anhat wahrscheinlich. Ey, Sally. Vielleicht bekommen wir auch das Auto von Sally dieses Mal, weil wir das jetzt... weil wir sie quasi eingefangen haben. Vielleicht bekommen wir auch gar nichts. Ah, Drabo. Das war unangebracht. Verschiel doch nicht so. Verlierst gleich dein Leben, wenn du nicht aufpasst. So, lass dich fangen. Oh, jetzt habe ich meinen Tee verschüttet. Ach, bitte. Das ist doch nur eine Fleischwunde. Neue Sprüche hat sie auf jeden Fall noch nicht auf Lager. Schön, dass sie auch durch das Unkraut durchfährt, wie ich immer durch das Unkraut durchfahre. Du bist aber unverschämt. Die andere Polizei lässt sie einfach vorbeifahren und ignoriert sie. Wir könnten ja auch nicht zusammenarbeiten oder so. Aber sofort. Nix Schluss damit. Weiter geht's.
Ach, come on. Ich hab schon bessere nicht geschnappt. So, die hält aber echt was aus. Hat die immer so viel ausgehalten. Oh, dieser Kuh ist gelungen. Oh. So viel dann auch nicht. Ich werde es, der werde ich zeigen, einfach mit meinen Klamotten abzuhauen. Aber echt, geht mal gar nicht. Oh, wir haben die fröhliche Patrouille freigeschaltet. Jetzt haben wir unseren eigenen Polizisten, mit dem wir fahren können. Und die Polizeilichtbalken haben wir freigeschaltet. Okay, gar nicht mal so cool, die beiden Sachen. Aber mein Lieblingscharakter habe ich nun mal schon. So, gut ist, wir kommen hier direkt wieder raus. Zertrümmer höchstens 30 Grabsteine. Ah, okay. Was müssen wir tun? Zertrümmere höchstens... Achso, wir müssen schon 30 kaputt machen. Achso. Wir sollen 30 Grabsteine essen. Es klang für mich jetzt eher so, als dürften wir höchstens 30 kaputt machen. So, als wäre das irgendwie ein Rennen und wir dürften nicht so viel kaputt machen beim von den Grabsteinen. Okay, das war eine witzige Mission. Aber offensichtlich habe ich ja... habe ich das falsch verstanden gehabt. Ups, vielleicht sollte ich erst durchfahren und dann die Grabsteine kaputt machen. So, ab da durch hier. Das ist auch ein großer Friedhof hier. Da kann man auch viele Grabsteine kaputt machen. Sinnvoll ist, glaube ich, so ein bisschen da durchzudriften. Weil wenn man driftet, hat man natürlich mehr Fläche, mit der man Sachen kaputt machen kann. Ja, 3,30 schon eine stabile Zahl sind. Einfach mal hier so im Kreis rumdriften. Ich glaube, dass... Jawohl, wir haben diese... Oh, wir haben gerade so Bronze geholt. Uiuiui, war also relativ knapp. Naja, geschafft haben wir es. Warum wir die Aufgabe haben, Grabsteine kaputt zu machen, das kann ich euch nicht sagen. So, ich kann euch aber sagen, dass wir jetzt aber wirklich mal unsere Mission machen können. Und da sollte uns jetzt eigentlich auch nichts aufhalten auf dem Weg zu unserer Mission. All dieweil, wuppa, weil ich darüber springen kann. Oh, ich wurde aufgespießt. Nee, also ja, ich kann da drüber springen. Aber weil wir jetzt vorhin schon fast da waren und die beiden Missionen, die da noch im Weg waren, haben wir jetzt auch gemacht. Da oben ist wieder was zum Fliegen, können wir noch nicht. Und deswegen ändern wir das jetzt, indem wir jetzt hier die Mission machen und wieder Roboter angreifen. Auf die Roboter, fertig, los. So, einmal hier hin. Was gibt's für Platz 1? Gibt's irgendwas Cooles? Ne, gibt nichts Cooles. Okay, dann machen wir die Mission trotzdem, besiegen wir die Wellen von Robotern. Diesmal haben sich, glaube ich, nicht mal was Neues ausgedacht. Sieht aus wie dieselbe Robotermission. Weißt du, ich lese dein Tagebuch. Ich weiß, was du tun wirst, bevor du es tust. Du Ungeheuer! Du bist dir für nichts zu schade, oder? Du Ungeheuer, du bist dir für nichts zu schade, oder? Mach mich nicht nach! Mach mich nicht nach! Setz ein Power-Up gegen die fliegenden Untertassen ein. Ja. Greifen sie jetzt wieder mit normalen Untertassen noch zusätzlich an? Ja, sie greifen jetzt, glaube ich, auch wieder mit normalen Untertassen an. Ja, ich versuch meine Gebäude ja zu retten. Oh, shit. Geh weg. Oh, Kürbisse. Brauche ich mal Kürbisse? Ich hätte hier gerade noch ein paar Kürbisse gehabt. So, ich versuche ein bisschen mit der Karte zu arbeiten. Dann sehe ich nämlich, dass sie gerade da vorne schon wieder sind. Da, wo sie nicht sein sollen. Ach, du bist hier. Hoppa, weg mit dir. Scheiße, das Ding macht aber auch nicht Schaden, glaube ich. Gucken, ob wir alle retten können dieses Mal wieder. Bis jetzt haben wir es ja immer alle geschafft, alle Silos zu retten. Aber es war ein paar Mal schon... Letztes Mal war schon ziemlich knapp. Also ich glaube, diesmal werden wir es nicht schaffen, alle zu retten. Aber wir müssen, glaube ich, auch nur einen mindestens retten. Willst du denn nicht, dass ich Erfolg habe? Willst du denn nicht eines Tages kein Radio oder Verkehrshütchen sein? Natürlich. Also verrate mir am besten, wie ich das Projekt fertigstellen muss, damit ich nicht in etwas Seltsames verwandelt werde. Das Problem ist die Fertigstellung des Projekts. Also stell es einfach nicht fertig. Ah, okay. Dieses Projekt hat was damit zu tun, was sie geworden ist. Dann ist klar. Vielleicht sollte sie es dann wirklich nicht fertig machen, das Projekt. Aber gut. So, den mal weghauen da oben. Der ist dick explodiert. Das gab ein schönes Geräusch. Da kommt schon irgendwo die großen Untertassen. Greift gerade eine von den großen. Oh, eine von den großen greift das Ding hier an. Nein! Ah, shit, den hätte ich kriegen müssen. Nein, geh weg. Ich gehe dazwischen. Ah. Oh, der macht aber auch massiv Schaden. Muss zwar ewig aufladen, aber dafür macht er auch echt ordentlich Schaden. Ja, ich gehe ja schon wieder zurück ins Gebiet. Ich gehe ja schon, ich wollte da gar nicht raus. Ah. Oh, zweite Runde waren wir jetzt aber gar nicht so verkehrt. Genau, ihr jagt euch mal gegenseitig in die Luft, das ist okay. Nee, auch gegenseitig. Okay, das haben sie angegriffen. Oh, wir sehen aber, es sieht doch gut aus. Das läuft besser als beim letzten Mal. Ich lasse den einen gerade noch leben, weil die Welle sonst vorbei ist. So kann ich mir immer noch ein Item holen, hoffentlich. Nein, kann ich nicht. Na, dann machen wir ihn kaputt.
So, mein Freund, aber du jagst sie eh gleich in die Luft, weil du mich siehst, oder? Nee, tust du nicht? Egal, weg mit dir. Weißt du, was das Beste an der Zukunft ist? Du bist nicht da. Alles, was du bist, bist du nur meinetwegen. Vergiss das nicht. Ich bitte dich. Du hättest mein Leben damit vergeudet, Geschwindigkeitsrekorde brechen zu wollen. Vielleicht will ich nur einen normalen Job. Ich bin gerade echt... Ich weiß gar nicht mehr, auf wessen Seite wir stehen sollten. Ja, ich auch nicht. Irgendeinen Sinn hat's anscheinend gehabt, dass sie hier angreift. Nein, du machst unsere Sachen nicht kaputt, bitteschön. Dankeschön, ist glaube ich immer nur einer pro Welle von diesen U-Booten, von diesen Fliegern. Ne, zwei sind es in dem Fall. Hoppa, weg mit dir. Oder sind sogar drei? Es sind sogar drei diese Mal. Es sind Roboter am Himmel, aber nicht mehr lange. So, das waren alle Roboter, die am Himmel waren. Jetzt können wir uns um die normalen kümmern. Oh, das war ein schöner Flug. So, einmal hier schön reingedriftet. Irgendwie sind wir deutlich besser als in der letzten Welle. Weiß nicht, vielleicht habe ich das besser im Griff oder ich weiß, was ihr euch tun muss, oder ich schaue mir auf die Karte. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem, wie es läuft. Das sind schon die letzten. Naja, in der Mitte ist nochmal eine Welle. Aber trotzdem, schaffen wir trotzdem easy. Oh nein, das sind in dem Fall keine berühmten letzten Worte. So, den holen wir uns rückwärts. Und dann holen wir uns die letzten auch noch, die jetzt hier in der Mitte irgendwo sein müssten. Da seid ihr ja auch schon und wartet darauf, einer nach dem anderen umgefahren zu werden. Jetzt waren es nur noch zwei. Eins. Und mit Boost. Moins! Siehst du? Du wirst scheitern. Egal. Die Zeit ist auf meiner Seite. Ah, 13.000 mussten wir schaffen noch an Punkten am Ende. Okay, haben wir locker geschafft. Gesamtpunktzahl 21.000. Gerettete Generatoren, 3 zerstörte Gegner, über 100. Wie, das waren noch weniger Gegner als bei den letzten Mal, oder? Letztes Mal waren es immer 130, 40 oder so. Also war auf jeden Fall die leichteste von den Runden. War eine runde Sache, die wir hier abgeliefert haben. Die Roboter wurden besiegt. Jetzt müssen wir auch das Jetpack bekommen, oder? Bekommen wir das hier? Nee, jetzt müssen wir eine andere Mission bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Jetpack, irgendjemand? Nein? Nein, keine Jetpacks. Oh, ich dachte, wir kriegen Jetpack. Na gut, das ist übrigens das Brombeerbecken hier. Eine neue Mission wurde ich aber auch noch freigeschaltet. Können wir die machen? Ist das jetzt die entscheidende Mission, um endlich das Jetpack freizuschalten? Ich glaube nicht. Diese Fledermäuse klauen ständig meine Kürbisse. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, da hochzukommen und zurückzuholen. Vielleicht gibt es draußen ja noch nette Fledermäuse, die beim Fliegen helfen. Ich wette, der Baron hat welche. Ja, das mag schon sein, aber wo ist der Baron? Das hilft uns nicht weiter. Naja, dafür können wir jetzt die schaurige Schlinge fahren. Also das nächste Rennen, was wir eigentlich machen wollten. Ich hätte da eigentlich auch einfach mich zur Werkstatt beamen können. Dann hätte ich mir dieses ganze Gefahr sparen können. Aber dann hätten wir die Mission dazwischen nicht gemacht. Das wäre ja auch schade gewesen. Von daher geht's jetzt zurück zur Werkstatt. Und von der Werkstatt aus geht's dann... Oh, das war jetzt eine kurze Ladezeit. Von der Werkstatt aus... Nein, das war keine Beschwerde. Ich habe mich nicht über die kurze Ladezeit beschwert. War eher überrascht. Wobei, bei dem Spiel überrascht mich eigentlich nicht, weil das Spiel echt ziemlich gut optimiert ist, muss man sagen. Es läuft flüssig, das Spiel, ja. Komm mit mir in der schaurigen Schlinge, bevor ich explodiere. Es gibt Spieler, die kommen raus und funktionieren. So, Professor, was sagst du? Oh, das Fahrzeug sieht aber cool aus. Ich hätte jetzt eher so ein DeLorean oder so erwartet, aber das sieht interessant aus auf jeden Fall. Na gut, die Schluchten von Volthafen werden wir hier fahren und wir kriegen die coole Karre sogar. Es gibt auch nur auf A zu fahren die Möglichkeit des Rennen. Na dann, starten wir rein ins Rennen. Der olle Poser schon wieder hier. Ah, okay. Schockt sich erstmal selber. Professor Fusion, ich bin verrückt nach Wissenschaft, aber Rennen sind der Wahnsinn, okay? Quizfrage, Parker. Was ist dein liebstes Power-Up? Teleportation, Vicky. Wer würde nicht gern als Schlusslicht nach ganz vorne springen? Und weißt du, Wissenschaftler testen dieses Power-Up auch in Vergnügungsparks, bei der Flughafen-Security und in Toiletten. Und was ist deines? Ich mag Minen, Parker. Man kann sie vor sich oder hinter sich platzieren. Aber man kann auch durch seine eigenen Minen Schaden nehmen. Also passt gut auf, Rennfahrer. Verzieht keine Miene, wenn ihr auf eure eigene Mine fahrt. Alles klar, Hermine macht keine Fehler. So, wir schmieren sogar eine Frau. Aschenbuddel. Oh Gott, die Namen schon wieder. Schaut euch die Namen an. Ups, falsche Taste.
So, ich sollte nicht die Namen anschauen, ich sollte vielleicht eher das Rennen anschauen. 5 Runden, also eher kurze Runden wahrscheinlich, dafür actionreich. Stacheldraht ist auch geil. Gunther Irdisch. Professor Fusion ist auf der 1 momentan. Aber das werden wir noch ändern. Ui, da ging aber die ging ja gerade eben knapp an uns vorbei. Das hätte auch anders ausgehen können. So. Professor Fusion macht da noch ein bisschen Ärger. Wir haben die erste Runde gefahren. Die Strecke ist an sich jetzt eher wenig herausfordernd. Naja. Außer für ihn, er hat sich gerade ein bisschen angestellt. Ey, hör auf uns kaputt zu fahren. So, nochmal hier durchspringen. Dann können wir ihn auch direkt damit abschießen. Was? Hab ich da nichts bekommen gerade eben? Oh, das ist eine Abkürzung. Die wollte ich natürlich genauso nehmen. War aber gar nicht so schlecht, weil der andere jetzt da so rumballert. Wir lernen in die Seiten nicht fahren. Das ist ungesund. Also in die Seiten. Die Seiten von den von der Streckenbegrenzung. Das ist äußerst schmerzhaft, wie ich gerade feststellen durfte. So, Rakete! Jawoll. Weg mit Professor Fusion. Nicht, dass er uns noch abhaut. Ach, shit. Ah, der macht wahrscheinlich automatisch so einen Elektroschock. Der hat uns, glaube ich, schon mal mit erwischt, oder? Kann das sein, dass der automatisch einen macht? Abkürzung hat nicht funktioniert. Okay, dann muss man weiter vorne springen. So, nochmal kurz einen abgeschossen. Wenn wir schon dabei sind zwischendurch, bringt ja auch immer wieder Punkte. So, einmal hier durch. Und dann sind wir gleich wieder schon wieder vorne. Ah, so knapp an ihm vorbei. So knapp an ihm vorbei. Vorletzte Runde, also noch ist alles easy. Der ist echt mies. Der kann das, der macht das wie die Katzenlady, das auch immer automatisch, glaube ich, macht, alle paar Sekunden irgendeinen Fellknäuel zu droppen. Oder ein Wollknäuel ist es, kein Fellknäuel, ein Wollknäuel. So droppt der halt alle paar Sekunden. Sowas da. Ah, nervig. Vielleicht auch wenn, immer, wenn er getroffen wird, ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall macht das zu oft. So, Gunther Irdisch ist ganz kurz mal vorne hier. Der kann sich da gleich wieder verziehen und mich in die letzte Runde als Erster einfahren lassen. Solide, solide, würde ich sagen. Ah, das ist echt nervig. Das ist richtig nervig. Ich dachte, ich hätte ihn gerade... Ich habe ihn doch gerade getroffen damit. So, jetzt müssen wir, glaube ich, trotzdem mal hier die Abkürzung bekommen, weil sonst ist er weg. Hat geklappt. Jetzt können wir ihn nochmal nerven ein bisschen. Wir haben auch nochmal die richtig krasse Kanone bekommen. Also wenn er jetzt nochmal vor uns kommt, aber das reicht wahrscheinlich dann nicht mehr. Nee, der kommt nicht mehr vor uns. Der ist weit hinter uns. Wir gewinnen das Rennen. Easy. Drabo weiß, was er tut. Na, schönes Ding. Erster Platz. So, mögen wir das doch. Könnte doch immer so laufen. 21 Flaggen haben wir gewonnen. Radikale Reaktion. EMP bei erlittenem Schaden, aber nur bei genügend Boost. Ah, okay. Er macht den EMP, wenn er Schaden erlitten hat. Oh, das ist schon krass. Das ist halt so ein richtiger Panzer, das Fahrzeug. Ist jetzt nichts, womit ich Rennen fahren wollen würde, weil es mir zu langsam ist. Aber der schießt halt ungefähr alles ab. Also da kommt nichts vorbei. Sicher starkes Fahrzeug. Nicht in meinem Spielstil, aber sicher stark. Wenn ihn jetzt trotzdem mal gleich ausrüsten, um zu sehen, ob er auch Spaß macht zu fahren. Aber wir sind jetzt immer vom Baron kriegen. Vielleicht müssen wir erst den Baron besiegen oder so. Dass wir die entsprechenden Jetpacks bekommen. Beziehungsweise Fledermäuse. Mal schauen. Völlig verblüffend. Ich schätze, du hast diese Zielflagge verdient. Schließlich ist sie eine Voraussetzung für die Schreckheim Grand Break Arena. Den Sprecher kenne ich auch schon wieder aus irgendeinem anderen Lego-Spiel. Der kommt mir sehr bekannt vor. Ist es dir recht, wenn ich dein Gehirn untersuche? Oder brauchst du es noch? Ich brauche es eventuell noch. Hinter uns sind übrigens die... Wie hieß der Sergeant Kuschel oder wie der hieß? Die drei Katzen aufeinander ist da hinten sehr gut. Immerhin hat er vorher gefragt. Los, verschwinden wir hier. Bei dem Typen stellen sich mir die Nackenhaare auf. Du hast noch eine Zielflagge erhalten. Nur noch ein paar mehr und du kannst in der Schreckheim Grand Brick Arena antreten. So ist es. Auf die Karte, fertig, los. Dann haben wir tatsächlich aktuell nur noch ein Rennen, was wir machen müssen. Naja, mal schauen wir, tun wir uns das markieren und fahren da mal hin. Das ist auf jeden Fall auf der Karte und was auf der Karte ist, ist gut oder so. Wenn es abgeschlossen ist, ist es noch besser. Wie mit dem Safe. Woo! Das Boot ist nice, was wir haben. Ah, was mir noch einfällt, ich wollte ja das Fahrzeug gerade wechseln. Wir haben 3 neue Fahrzeuge. Ah ne, wir haben einen neuen Charakter, deswegen steht da eine 1. Oh, wir haben 2 neue Fahrzeuge. Habe ich noch nicht gewechselt letztes Mal nach dem letzten Rennen. Ah, da drauf wieder vergessen zu wechseln. Ah, den Chamberfeldwagen haben wir noch.
Ah, okay, das war von der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Den Wagen haben wir noch. Ah, okay. Nehmen wir kurz das Fusion-Mobil. Mal gucken. Irgendwas habe ich gerade noch freigeschaltet. Irgendeine Mission oder sowas? Ah, Weltherausforderung. Monstermäßiger Einsatz. Schauen wir mal, was das der monstermäßige Einsatz ist, wenn wir hier schon da sind. Weltherausforderung haben wir nicht so oft bekommen. Aber warte mal, wenn wir Welteinsatz, vielleicht kriegen wir dafür das Jetpack. Ich glaube noch dran, dass wir das Jetpack bekommen. So. Ist ja eine Story-Modus-Mission. Okay. Ich glaube, müssen wir die Bürger beschützen oder so. Nein, sammle Ersatzteile von den Bürgern. Ersatzteile? Wait. Ersatzteile, ich glaube, damit ist sowas wie Knochen gemeint oder so. Boah, die Karre ist richtig groß. Die Karre ist richtig groß. Aber irgendwie sieht es auch cool aus. Okay, ja, wir müssen tatsächlich Knochen und sowas einsammeln. Okay. Warum nicht? Es gibt bestimmt einen Grund dafür. Und es gibt sogar Boost hier. Das ist eine Abkürzung. So, sind wir schnell genug? Ja, wir waren schnell genug. Leider haben wir doch so ein bisschen zu viel Boost nach oben bekommen. Oh, einmal mitnehmen hier. Dankeschön. Oh, ein Geist. Wir haben etwas von einem Geist bekommen. Ich bin begeistert. Und wieder an die Decke. Ne, nicht ganz nach oben. An die Decke, sage ich schon. Nach oben. Ans Dach. So, wir haben schon eine lila Maus dabei. Oder eine lila Ratte. Und Knochen haben wir auch schon dabei. Ich will gar nicht wissen, für wen wir das brauchen, was es am Ende wird. Diese Ersatzteile. Du weißt nicht, was das ist? Das ist ein schwarzer Lego-Stein. Das weiß sogar ich. Nimm das, was haben wir von dir bekommen? Nochmal so ein Stück Knochen mit Fleisch. Ist aber spannend, dass das Fleisch auch weiß ist. Normalerweise ist bei diesen Lego-Stück immer das Fleisch auch rot, oder? Was weiß ich schon. Aber du weißt nicht, was das ist. Das ist ein Kopf. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, klar. Hat nur einen Minifigurenkopf gefunden, aber weiß er nicht, was er ist. Was ist, würde ich jetzt auch behaupten. Natürlich, natürlich. Wir haben gewonnen. Wir haben alle Teile. Ja, was machen wir jetzt mit den Teilen? Oh. Okay, wir haben einfach Teile eingesammelt. Warum haben wir Körperteile eingesammelt? Das ist irgendwie verdächtig. Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem solltest du unbedingt meinen Kanal abonnieren, dann verpasst du in Zukunft keine Videos mehr. Links oben geht es dann auch schon zum nächsten Video des Projektes. Rechts oben findest du die Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal eine Übersicht findest. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.